So, und damit hallo und herzlich willkommen für die Leute auf YouTube, für die ich das vielleicht auch hochlade. Ich mache hier gerade mal ein Unboxing von meinem eigenen Merch. Der ist jetzt angekommen von GetShirts. So ein paar Testdrucke hier und da. Ich habe da mal ein bisschen was bestellt und wollte einfach jetzt mal reingucken mit euch. Hier, das gute Paket von GetShirts. Da steht es nochmal. Merch, ja, Merch. Merch, Merch, Merch. Warte mal, ich hab sogar hier einen Comment hier für Merch. Guck mal. So, nebenbei. Okay, wir haben schon mal Papier, das ist sehr gut. Verpackungsmaterial ist immer schön. Mag ich sehr gerne. Und ja, da haben wir schon das erste. Das muss ich gestehen, war nicht hier in dem Paket mit, war separat. Und ja, das ist der Testdruck, den ich ja eben schon besprochen hatte. Der Testdruck von meinem Crew-Logo von GTA. Und der halt recht filigran ist. Deswegen ist er aktuell noch nicht als Motiv verfügbar im Shop. Ich glaube, ich werde das reinmachen, so ein paar Sachen. Vielleicht auch noch so GTA-Crew irgendwo hier beischreiben oder so. Aber ich finde, auch hier für die ganzen feinen Linien, die man hier so hat, finde ich den Druck sehr geil. Das ist Nummer 1. Wo lege ich das jetzt hin? So. Keine Ahnung. Warte mal. Ja, ich habe meine eigene Merch-Seite im Hintergrund auf. Ich wusste nicht, was ich auf dem Bildschirm zeigen soll. Noch mehr Papier. Übrigens. Dann haben wir noch Informationen. Ich finde das ganz cool, dass du bei GetShirts, ich weiß nicht, ob man das sieht, halt so Waschanleitungen dabei hast, wie du die Wäsche zu waschen hast, bei 30 Grad, auf links, nicht bügeln, etc., nicht schleudern. So. Dann haben wir hier noch Mauerarm dabei. Ich finde das immer süß, ne? Ich mache das auch manchmal ganz gerne, wenn ich irgendwie was bei eBay bestelle, dass ich immer so Sachen dabei tue. Finde ich ganz süß. Schön. Ein Mauerarm. Das werde ich mir doch wohl gleich mal schmecken lassen. So, was gucken wir uns zuerst an? Tassen. Ich sammle gerne Tassen. Unser Tassenschrank ist völlig zugemüllt. Für diese Tassen müssen wohl zwei andere hässliche Tassen verschwinden. Ich bekomme es nicht auf. Jetzt gleich lasse ich die Tasse fallen. Ich sehe es kommen. Habe ich hier kein Messer? Hi. Oh, Alter. Die ist aber stabil. Es geht sofort demnächst gleich weiter. So. Ich hätte es wahrscheinlich auch auswickeln können. Ja gut. Das muss man hinterher wissen. Die finde ich ziemlich geil. Ne, mit Rot von innen kann man in mehreren Farben bestellen. Finde ich mega. Die werde ich jetzt auf jeden Fall beim Stream benutzen. Da kannst du aber sicher sein. Dann haben wir noch... Oh, ich stoße mich gerade am Ringlicht. Haben wir noch mal so eine scheiß verpackte Tasse. Kacke. Die sind so gut zugeklebt. Aber ist ja auch richtig so. Die sollen ja auch nicht kaputt gehen. Ja, Stunden später. Und da haben wir den Zerwäuse-Schriftzug mit dem Red Low. Ist auch cool. Mag ich auch sehr gerne. In Schwarz von innen. Finde ich geil. Druckqualität auch mega gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. Schön. Was haben wir noch? Dann haben wir noch
ein T-Shirt. Ein bisschen staubig, ein bisschen. Aber sonst? Ich hatte ja schon einen Testdruck mir von einem anderen Hersteller zukommen lassen. Da war das ein bisschen kleiner drauf, aber hier gefällt mir sehr gut. Sehr schön. Oh, warte mal. Warte mal, ich glaube, ich habe hier sogar... Ich habe es hier sogar hinten drauf stehen. Ja, guck mal. Obwohl... Hier... Ich weiß nicht, ob man das... Ich weiß nicht, ob man das in der Cam sieht. So ein leichter... Gelber Übergang von dem Rot, weiß ich nicht. Sieht ein bisschen komisch aus. Ich glaube, ich habe noch so eins, wo das draufsteht. Da ist das auch. Da muss ich nochmal gucken. Auf der Tasse ist das nicht. Da muss ich vielleicht das Logo nochmal anpassen. Mit dem Servoise-Schrift, das sieht ein bisschen komisch aus. Schade. Dann habe ich hier noch einfach mal so ein in Schwarz scheinbar. Ah, ach so, das ist das for Woman. Lenchen, das ist deins. Das ist deins. Vielen Dank. Einen wunderschönen Tag, ihr beiden. Den Männer, ich nehme die Tasse. Welche Tasse? Aber ja, nimm. Ne, hier, da ist der Link zum Shop. Such dir aus, stöber durch. Das Servoise-Logo werde ich auf jeden Fall nochmal anpassen. Auf Kleidung ist das noch ein bisschen schwierig scheinbar. Das werde ich nochmal anpassen. Ne, ich glaube, hier sieht man es auch ganz gut, oder? Hier sieht man diesen kleinen komischen gelben Übergang. Ich glaube, dass das Rot so ein bisschen verwaschen, weiß ich nicht. Ne, das ist halt auch so Zweidruck, vorne und hinten. Kann man sich aussuchen, wie man will. Auch sehr warm, der Pulli. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Also wirklich, sind wirklich gut dick, die Pullis. T-Shirts sind auch. Das sind ganz normale T-Shirts. Aber der Pullover hält, glaube ich, ordentlich warm. So. Und eine Jogginghose. Man sieht ja öfters mal im Stream, ich laufe immer mit derselben Jogginghose rum. Geil. Schöner Gummizug. Boah, die ist schön. Die hat auch einen geilen Stoff. Der ist ein bisschen glatter. Sehr cool. Und man sieht einfach hier überall Staub dran ist. Es ist sehr staubig hier. Das war's auch schon. Also auf jeden Fall, wenn ihr euch was bestellen wollt, ich dann https://www.getshirts.de/servoisel kommt ihr auf den Shop. Ich würde mich freuen, Kinas. Ich würde mich freuen. Bei dem Servoisel-Logo, bei dem Red-Low-Schriftzug muss ich nochmal gucken. Da bin ich noch nicht hundertprozentig zufrieden. Aber wenn euch... Ich kann es ja nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob man das so gut sieht. Fällt nicht ganz so stark auf. Aber ich bin... Muss ich nochmal gucken. So. Und ich glaube, das war's. Die Tassen werde ich auf jeden Fall gleich demnächst auch mal einweihen. Die finde ich sehr geil. Und dann schalten wir auch schon wieder rüber. Oh, warte mal, oder? Oder sollen wir das zweite Paket noch öffnen? Komm, jetzt bin ich einmal hier. Jetzt muss ich gerade mal gucken. Sekunde. Dann, wenn ich das nämlich auf YouTube hochlade, mache ich die Aufnahme einmal aus.